Und damit willkommen zurück zu einem weiteren Projekt meinerseits. Endlich ist es soweit. Dragon Ball Sparking Zero ist endlich da, meine Freunde. Wir haben vor kurzem im Stream auch noch Budokai Tenkaichi 3 gespielt, der Vorgänger vor diesem Teil, der zuletzt vor 17 Jahren für die PS2 damals unter anderem rauskam, später dann auch für die Wii, zum Beispiel im Jahre 2008. Und nun haben wir endlich diesen Nachfolger und ihr wisst gar nicht, oder vielleicht wisst ihr es doch, aber vielleicht habt ihr es mitbekommen, dieser riesige Hype, der um dieses Spiel herum entstanden ist. Es ist einfach unglaublich, wirklich. Ich freue mich riesig auf dieses Game. Zwischenzeitlich habe ich gesagt, hier der Hype ist bei mir ja noch so, dass ich sagen würde, ja, ist ganz gut. Aber jetzt habe ich richtig, richtig Bock auf das Game. Dadurch, dass wir die Ultimate Edition bestellt haben, hier über den PSN Store, haben wir Zugriff auf das Game 3 Tage vor offiziellem Release. Wir zocken das Ganze nämlich heute an dem 8. Oktober 2024. Das Game kommt ja erst am Freitag offiziell raus, aber ich konnte es nicht abwarten. Und als Content Creator, der gerne hier Videos macht in Let's Play Form, war es in gewisser Weise ja für mich Pflicht, dass ich das Game vorher holen wollte. Und jetzt habe ich erstmal genug gequatscht, alles weitere sehen wir dann weiter in dem Spiel. Ihr habt jetzt auch kurz gesehen, die Steuerung habe ich auch klassisch umgestellt. Der Budokai Tenkaichi 3 hatte sich genauso gespielt, deswegen haben wir es auch vorher gespielt. Und es sieht so unfassbar gut aus. Es sieht so schön aus. Wow. Ist alles auf Japanisch schon eingestellt? Ah, okay. Das ist jetzt am Anfang das Tutorial. Muss man dann erstmal gucken. So. Das sollten wir auf jeden Fall hinbekommen. Schauen wir mal auf jeden Fall, was wir sonst noch hinbekommen. Einmal so im Flug, genau, und dann der Drachensprint. So, ist noch ein bisschen ungewohnt am Anfang, aber ich finde es ganz cool. Lass mich gerade mal gucken. So, das war der kurze Sprint, einfach schnell. Ansturmangriff, 5x4-Eck. Genau, und dann haben wir natürlich einmal den starken Schlagangriff. Da haben wir den. Und dann einmal Viereck und Dreieck. So, natürlich Ki-Ladung. Aber ich finde das cool, wie sie es hier gemacht haben. So, ich drücke Kreis. Aber irgendwie... Ah, okay. Das ging wirklich... Gut. Ich kann gar nicht so sehr aufs Spiel gerade eingehen, aber auf jeden Fall, das Game hat ja jetzt schon Rekorde gebrochen. Und der Metascore dieses Spiels ist schon geisteskrank, gerade am Anfang. 85% habe ich gesehen. Das ist wirklich, wirklich gut. Aber ich drücke doch Viereck bis zum kompletten Aufladen. Oder was ist hier gewünscht? Wird gerade irgendwie... Ah, jetzt. Die Zeit ist um, ich muss gehen. Ah. Vielleicht hätte man im Tutorial noch mehr geschafft. Ja, ganz klassisch natürlich, so wie man es kennt. Oh mein Gott, ey. Geil, Mann. DBS-Vibes kommen hoch.
glaub's nicht. Ich bin nur am Dauergrinnen gewesen. Und jetzt haben wir den offiziellen Bildschirm. Dragon Ball Sparking Zero. Nach dem Intro. So, Tutorial-Fenster. Gratulation, du hast das Tutorial abgeschlossen. Noch mehr dynamische 3D-Action wartet auf dich in Dragon Ball Sparking Zero. Geh im Hauptmenü unter Kampf und Training auf Supertraining, um alles über verschiedene Kampfregeln zu erfahren, Demos anzusehen und Moves zu üben. So, ich wollte natürlich jetzt am Anfang direkt erstmal in das Game rein und habe im Vorfeld nichts eingestellt. So, man sieht jetzt hier auch schon im Hauptmenü Episodenkampf und benutzerdefinierter Kampf, aber wir haben noch wesentlich mehr. Wir können nämlich auch hier mit R1 und L1 dann eben weiter switchen. Das ist hier dann auf jeden Fall der normale Trainingsmodus und Supertraining sowie Weltturnier. Was haben wir denn noch so Gutes? Ah, Herausforderungen und Missionen. Zen Osamas Befehle. Wiz Markenheftchen. Also alles sehr spannende Sachen, die wir uns im Laufe des Projektes natürlich auch angucken werden. Aber es ist auch spannend, wie sie es hier eingerichtet haben. Also auch diese verschiedenen Szenarien finde ich sehr, sehr nice. Nochmal richtig schön aufgefrischt, aufgehübscht, wenn man das so sagen will. Und ein Roshi mit C18 und Krillin. Hier kann man dann auf jeden Fall die Spielerkarte anpassen. Das ist wahrscheinlich alles für Online. Galerie. Genau, Enzyklopädie, meine Daten und Theater. Hier wir alles im Laufe des Projektes. Noch dahin. Shenlong, Purunga und Super Shenlong. Ich glaube, Super Shenlong wäre dann interessant gewesen, wenn wir es geschafft hätten. Also es gab nämlich, wir haben die Deluxe Edition und es gab die Ultimate Edition. Ich hatte am Anfang erzählt, die Ultimate Edition habe ich geholt. Aber wir hatten tatsächlich in Anführungsstrichen nur die Deluxe Edition. Mit der Ultimate Edition hätte man hier Super Shenlong noch rufen können. Aber sei es wie es sei, wir starten jetzt das Ganze erstmal mit dem Episodenkampf. Ich weiß natürlich schon etwas zu diesem Spiel. Durch eben den Auftritt, den wir hier auf der Gamescom hatten. Den Auftritt, den wir hatten. Ja, moin. Natürlich meine ich damit hier, dass wir das auf der Gamescom zocken konnten. Und ich habe auch ein bisschen verfolgt hier auf Twitter und alles. Genau. So, Episodenkampf. Wir haben bis dato Son Goku, natürlich der Protagonist schlechthin. Als Krieger, der stets auf der Suche nach neuen, stärkeren Gegnern ist, schaltet Son Goku einen nach dem anderen mit seiner unübertroffenen Stärke. Ein bisschen schnell und seinen unbezwingbaren Kampfgeist aus. Nachdem er Piccolos Streben nach der Weltherrschaft vereint hat, kehrt Son Goku in ein friedliches Leben zurück. Doch ein Neuankömmling ändert alles. Raditz, der behauptet, Son Gokus älterer Bruder zu sein, tritt auf der Erde ein und offenbart, dass Son Goku ein Saiyajin ist, der losgeschickt wurde, um die Menschheit auf dem Planeten auszulöschen. Dann bittet er Son Goku, ihn bei diesem Plan zu unterstützen. Jedoch. Und mit L2 können wir dann auch noch die Schwierigkeit anpassen. Kampfschwierigkeit wurde gesenkt. Sekundärziele können nicht abgeschlossen werden, während die Schwierigkeitsreduktion in Kraft ist. Bitte beachte, dass die Änderung der Schwierigkeit für alle Episodenkämpfe gilt. Okay, aber mehr können wir da tatsächlich gar nicht anpassen. Da gehen wir erstmal rein. Wahrscheinlich, weil es auch die ersten Missionen sind. Boah, ist das cool eingerichtet. Wow. Es ist so gut eingerichtet. Ey, ich hab so krass viel Bock. Ihr glaubt es nicht. Natürlich lassen wir alles laufen, so wie es sich hört. Ja. Der erste Kampf in Dragon Ball Z. Ganz lustig ist auch, finde ich persönlich, dass dieses Game Sparking Zero an sich heißt, also Dragon Ball Sparking Zero, aber Dragon Ball Z gar nicht genannt wird. Normalerweise hatten wir das immer so, dass zum Beispiel Budokai 3, Dragon Ball Z Budokai 1 bis 3, aber auch natürlich die Tenkaichi-Reihe hier im Endeffekt, also Z vorher genannt wurde. So, ich muss erstmal wieder reinkommen. Wie gesagt, ich habe es gespielt. Aber trotzdem alles Gewohnungssache.
so genau auf Kreis blocken wir. Wir können auch auf Kreis dann uns weg teleportieren. Und dann können wir hier auch unseren Angriff aufladen. Das finde ich auch ganz spannend. Manche Attacken sind natürlich komplett anders vom System her. Mission abgeschlossen. Erziele eine 10-Treffer-Kombo. 15.000 Seni, Spieler-EP und ein Outfit. Spielerstufe 1. Müssen wir uns auf jeden Fall alles nochmal zu Gemüte führen. Ich finde das aber auch echt nice, wie sie die Proportionen und so hier reingebaut haben. Weil Raditz sieht hier auch wirklich, wirklich böse aus. Auch mit den Effekten und so. Ich meine auch hier zum Beispiel, Gohan war etwas weiter weg und man hat ihn kaum gehört. Und man kennt's ja auch alles, ne? Son Gohan kann es mit Raditz überwältigender Kraft nicht aufnehmen und Raditz entführt Son Gohan, aber danach erlebt er ein unerwartetes Wiedersehen. Piccolo? Piccolo? Der gute alte Piccolo. Da hat er wohl recht. Der aggressive Blick von allen. Okay. So. Ach, da, okay. Das ist sehr interessant. Alleine weitermachen? Oder mit Piccolo zusammentun? Ja, machen wir das natürlich ganz klassisch, so wie es auch im Werk gelaufen ist. Bulma, Leder, kannst du die? Sieht so unfassbar gut aus. Ihr kennt das vielleicht von anderen LPs von mir, aber ich werde immer wieder bei so geilen Werken dazu neigen, die Grafik in den Vordergrund zu stellen. Aber wenn es dazu noch richtig geil ist zum Zocken, dann 100%. Und man kann sich ja immer steigern im Laufe des Projektes. Ne? Raditz sperrt den entführten Son Gohan in einer Raumkapsel ein. Son Goku will einen Überraschungsangriff landen, aber Raditz entdeckt ihn mit seinem Scouter. Da fährt er den Drangradar. Jetzt muss sich Son Goku Raditz direkt stellen. Kakaroto. Kisama mouskoshi atama ga kireruto omotte ita no da ga na. Mi no hodo shirazu to wa kono koto da. Ganz einfach. Wie nah wohl die noch angehen muss. Na, wenn er das sagt. Es wird auch auf jeden Fall so sein, dass ich gerade online-mäßig viel spielen werde, Turniere machen werde, etc. Alles dann über Twitch. Aber das LP natürlich ganz klassisch dann auf YouTube. Und ich bin sehr gespannt. Also ich weiß jetzt schon, anhand dessen, was ich so in Budokai Tenkaichi 3 bewerkstelligen konnte, dass ich definitiv nicht der Beste bin in diesem Spiel. Das war auch mal anders. Also ich hatte das Gefühl, als Kind war ich immer besser in diesen Games. Sollte jetzt natürlich keine Ausrede sein. Oh, da hat er mich aber voll erwischt. Ja, das schmeckt mir ja mal gar nicht.
So, hier ist es natürlich auch so. Maximale Ki aufgeladen. Mal gucken, ob das trifft. Oh, das vibriert auch noch total mit dem Controller. Aber leider hat das natürlich nicht getroffen. Wäre auch zu schön gewesen. So. Ey, das ist so eine gute Performance. Das ist so gut. Und natürlich gibt es auch die Nah- und Fernangriffe. Das ist zum Beispiel dann so ein Nahangriff. Sieht man ja auch schon, Meteorkracher. Und wir können aber auch den Gegner fernhalten, indem wir zum Beispiel... Indem wir zum Beispiel näher rangehen und dann einmal die Sonnenfaust einsetzen, die Taiyuken. Ich gucke auch später mal, ob man nochmal was umstellen kann, was die Steuerung angeht. Mission abgeschlossen. Ah, das ist, wie gesagt, ganz, ganz krass. Also, die Kämpfe, die muss man nicht mal ganz beenden, sondern irgendwie nur bis zu einem bestimmten Zeitraum. Wenn ich das richtig verstanden habe. Piccolo bekommt Erfahrung dazu. Wie gesagt, ist interessant, aber... Son Gohan rastet natürlich aus. Kennt man ja nicht anders. Klatsch. So detailreich auch. Voll schön. Auch die Hintergründe. まだ子供だからとでも言いたいのか。心配するな。すぐに合わせてやる。あの世でな。貴様。ピッコロ、早くあの技を。貴様正気か。お目を通すんや。これしか方法はねえんだ。待たせてな。覚悟いいか。 Satter Treffer natürlich, so wie wir es kennen. この星にはドラゴンボールという良いものがあるんだ。そいつに頼めばどんな望みだろうと可能になる。死人を生き返らせることだってな。 だが、いいことを聞かせてもらったぜ。これまでの状況はすべて、はるか宇宙にいる、俺の仲間二人に通信されている。この俺がやられたことを知って、必ずここにやってくる。その二人が。 Hey, das ist wirklich das beste Game in Dragon Ball, was so Design angeht, was ich je gespielt habe. Fühlt sich jetzt natürlich provoziert. Schön Black Screen, damit man nichts sehen musste. Und das ist wahrscheinlich jetzt die Überblende. Nachdem Son Goku im Kampf gegen Raditz gefallen ist, arrangiert Gott, dass Son Goku auf Meister Kaios Planet trainieren kann. Und wie Raditz gesagt hatte, kamen die beiden Saiyajin innerhalb eines Jahres zur Erde. Nachdem er sein Training auf Meister Kaios Planeten abgeschlossen hat, wird Son Goku von den Dragon Balls wiederbelebt und kehrt aufs Schlachtfeld zurück. Oh ja!
Yamcha wird vom Pflanzenmann gekillt. Wer kennt das nicht? Yamcha kann nicht entkommen und stirbt bei der Explosion, die durch die Selbstzerstörungswaffe der Saiyajin hervorgerufen wurde. So ein Lappen, wirklich. Einer nach dem anderen fallen die restlichen Krieger den furchtbar mächtigen Saiyajin zum Opfer. Doch als alle Hoffnung verloren scheint, taucht Son Goku auf. Ja, da liegt Piccolo auf dem Boden. Piccolo? Und dieser Blick. Naja, Nappa, du siehst jetzt auch nicht unbedingt sehr schön aus, ne? Mit deinem dämlichen Hacke-Peter-Gesicht. Kaioken! Gut. Ich denke, das reicht an dieser Stelle aber für diesen Part. Im nächsten Part werden wir dann hier den Kampf weiter fortführen. Wir haben jetzt hier das Tutorial abgeschlossen, haben die ersten Storylines dieses Spiels begutachten können und dieses Game ist so unfassbar gut, ey. Ich kann es immer noch nicht glauben, ey. Endlich Sparking Zero. Ein unglaublich, unglaublich gutes Spiel. Also, allein wenn ich das jetzt hier schon sehe, wie sich das bisher spielen lässt, wie das aussieht und so weiter, es kann einfach nur noch viel, 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 viel besser werden. Soll nicht heißen jetzt, dass ich meine, dass es schlecht ist, sondern ihr wisst bestimmt, was ich meine. Aber es wird auf jeden Fall noch viel, viel geiler. Mit allem, was dazugehört, mit den Storylines und. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Dabeisein. Haut rein, Leute. Bis dann und tschüss.